Freiburgs Knipser Vincent Vermey heizt der Freiburger Erfolgstruppe noch ein. Das Selbstbewusstsein ist nach 13 Punkten aus den letzten 5 Spielen ja da. Dafür müssen die Breisgauer aber heute den Durchblick behalten im nebligen Elversberg beim überlegenen Wintermeister. Und wie dick die Nebelsuppe hier heute ist, sieht man in der ersten Szene. Freiburgs Keeper Noah Atubolu quasi erstmal ins Nichts. Freiburg dann eben mit Vincent Vermey. Bisschen Zufall dabei, Kehl. Und draußen ist Rechtsverteidiger Philipp Treu mit dabei. Treu zurück auf Kehl, den Torschützen von unter der Woche gegen 1860. Sucht aber, findet noch nicht Vincent Vermey. Im Team von Trainer Thomas Stamm, der seine Elf auf einer Position umbaut für den Torschützen gegen 1860, Mika Bauer, startet Robert Wagner. Nach 10 Minuten drückt Freiburg offensiv, überlagert immer wieder die rechte Seite und verzeichnet dann auch den ersten Torschuss. Guttau, aber kein Problem für SVE-Torwart Christoph. Die Freiburger zeigen hier heute zu Beginn eine gute Körpersprache. Sie sind aktiv und gehen vorne früh drauf, nutzen die Fehler des Gegners. Treu gegen Neubauer. Auf Vermey, aber da ist wieder Christoph, der die Übersicht behält im Nebeldickicht. Aufmerksam gegen Freiburgs erfahrenen 8-Tore-Stürmer Vincent Vermey. Elversbergs Coach Horst Steffen, kaum zu erkennen, gibt sich als bescheidener Wintermeister, sagt, das löst nichts in mir aus, aber freuen tut sie natürlich trotzdem, dass seine Aufsteigertruppe hier ganz oben in der Tabelle steht. Bislang sehr zurückhaltend, dann mal ein langer Ball Richtung Rochelt und Engelhardt mit viel Risiko. Atubolu muss da ran, der Ball im Aus. Und das vielleicht gar nicht so schlecht, gab noch den Elversberger Abschluss, 22. Minute. Engelhardt bringt hier Atubolu in Bedrängnis. Aber das ist der Wake-up-Call für die SVE. Geht jetzt mehr nach vorne beim Spitzenreiter Maurice Neubauer auf Suero Fernandes. Da ist Woltemade und so schnell geht's. 1-0, 23. Minute. Nick Woltemade, Elversberg spielerisch einmal richtig stark, Freiburg zu passiv. Lars Kehl geht nicht energisch genug drauf. Suero Fernandes bei Real Madrid ausgebildet. Hier sieht man warum, lässt klatschen und Bremen Leihgabe. Woltemade macht das cool. Erzielt sein zweites Tor in Folge, schon beim 1-0-Sieg in Bayreuth unter der Woche getroffen, der 1,98-Hühner. Und die Gastgeber entdecken jetzt die Spielfreude. Yannick Rochelt, der ehemalige Ulmer, gegen 3-4 Freiburger auf Manuel Feilatubolu. Richtig stark eingeleitet von Yannick Rochelt, vor einem Jahr noch bei den Spatzen aus Ulm aktiv, zieht drei Freiburger auf sich, hat noch den Blick für Feil. Und die direkt anschließende Ecke. Wieder Torschütze, Woltemade schirmt gut ab und zieht dann gut ab. Gefährlich, Vincent Vermey fälscht die Kugel hier noch ab. Und die Kamera jetzt wohl etwas vom Nebel verwirrt, kriegt's gar nicht mit und der Ball ist im Tor. 2-0 für Elversberg. Yannick Rochelt, der ehemalige Ulmer, lässt sich feiern für ein wunderbares Tor, zeigen wir gleich, aber erstmal auf den Freiburger Trainer geschaut. Thomas Stamm richtig sauer und das ist irgendwie verständlich, denn hier kommt die Auflösung. Der Ball im Aus. Einwurf Elversberg, aber die Ausführung des Einwurfs dann gut 10 Meter weiter vorne von Maurice Neubauer. Schiri Eckermann greift nicht ein. Freiburg pennt dann natürlich und Rochel macht's wunderbar. Schneller als Hoti, aber trotz tollem Tor ist das ganz bitter für die Gäste. Freiburg geschockt, 42. Minute, dann aber nochmal die Breisgauer. Mit Tempospiel. Kehl und Wagner im Zusammenspiel. Kehl wieder Christoph und Guttau. Ne, da ist wieder der Elversberger Keeper Nicolas Christoph. Zweimal richtig schnell unten. Insgesamt Elversberg mit der reiferen Leistung inzwischen. Rochelt, toller Pass.
auf Suero Fernandes. Nochmal eine Chance, Atubolu mit der starken Rettungstat. Das aber die letzte Szene vor der Halbzeit. 2:0 Führung für die Saarländer mit leichtem Beigeschmack. Auch wenn der Spitzenreiter im heimischen Nebel, wie gesagt, das bessere Team ist. Zur zweiten Hälfte dann mächtig Rotation bei den Gästen. Gleich dreimal wird gewechselt. Kehl, Guttau und Stark bleiben draußen. Oskar Wicklöf, Alexander Prokopenko und der Schweizer Guillaume Fourré neu drin im Team von Thomas Stamm. Von dem aber zu wenig kommt. Zu Beginn der zweiten Hälfte stattdessen die Saarländer mit Woltemade, dem Torschützen, zum 1:0. Woltemade fällt nach Kontakt mit Engelhardt. Kein Pfiff. Den Kontakt gibt's hier aber für mich. Etwas Glück für Freiburg. Engelhardt hätte sich nicht beschweren dürfen. Aber die Freiburger jetzt besser. Kommen besser rein mit Wagner mit dem ersten Versuch und dann der zweite abgefälscht von Pichowski. Dazwischen Freiburg fehlt die ganz gefährlichen Aktionen. Robert Wagner letzte Woche noch Europa League, 90 Minuten durchgespielt in der ersten Mannschaft, heute wieder als Spielgestalter mit dabei. Aber Freiburg ist aufmerksam jetzt, will den Anschluss. Vermey dazwischen und Vermey leitet gut ein, aber Fourré, es soll bislang einfach nicht sein. Knapp 70 Minuten gespielt. Der Abschluss nach sehr guter Vorarbeit von Vincent Vermey letztlich viel zu ungefährlich. Aber die Freiburger stecken nicht auf. Makengo, wieder Fourré, ein Aktivposten und Vermey kriegt die Füße nicht richtig eingestellt. Der Punch fehlt heute in Freiburgs Offensive. 3 Minuten später dann wieder Elversberg, wieder Woltemade, der Hühne. Und der Hühne wird gefällt und diesmal gibt's den Pfiff. Strafstoß für die Heimmannschaft. Makengo, da ist noch alles okay. Dann kommt Andy Huti und dementsprechend der Pfiff. Kevin Coffey gegen Atubolu. Coffey ganz lässig, Atubolu hält. Aber Marc-Philipp Eckermann, der Schiedsrichter, entscheidet auf Wiederholung. Denn rechts oben Kenneth Schmidt in der Wiederholung zu sehen. Deutlich zu früh im Strafraum. Vermutlich auch, weil Coffey verzögert. Das Ganze wird wiederholt. Und diesmal nicht Coffey, sondern Tore Jakobsen. Der Linksfuß darf ran und der macht's mit links. 3:0, Deckel drauf. Die Elversberger Fans aus dem Häuschen, der Tabellenführer, macht es jetzt ganz souverän. Atubolu hat wieder die richtige Ecke, aber die Luft ist raus und viel passiert nicht mehr. Freiburg demoralisiert im Saarland. 0:3 im Spitzenspiel. Ich glaube, die Möglichkeiten waren da heute. Wir wussten, dass es nicht einfach ist gegen Elversberg. Die sind einfach schwierig wie, also mit uns, glaube ich, der Beste in der Liga, was wir die letzte Woche gezeigt haben. Und die natürlich auch. Die machen eine brutale Hinrunde. Und wir waren, glaube ich, nicht griffig genug. Ich finde, die Anfangsphase gehörte uns. Dann hat es ein bisschen gedreht. Waren auf die zweiten Bälle nicht mehr so griffig. Und da muss man sagen, in Summe dann, gerade auch was das Spiel in Zone 3 anbelangt, war Elversberg einfach deutlich sauberer, deutlich genauer. Aber über eine Szene gilt es nochmal zu reden. Der zu weit in der Freiburger Hälfte ausgeführte Einwurf, der letztlich zum 2:0 führte. Zweites Tor, der Einwurf wird 15 Meter weiter vorne ausgeführt. Habe ich selten gesehen, dass das möglich ist. Trotzdem schlafen wir in der Situation. Also es kommen dann zu viele Dinge zusammen in Summe. In Summe 0:3 im Spitzenspiel. Der starken Freiburger Saison tut das aber keinen großen Abbruch.